Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP. Diesmal mache ich den Wario Cup. Und weil ich den sehr schwierig in Erinnerung habe, spiele ich jetzt mit diesem Charakter, dessen Name ich ständig vergesse. Und hoffentlich wird es direkt was, weil ich eigentlich mal überhaupt keine Lust auf diesen Cup habe. Weil der halt viel zu schwer ist. Aber mal sehen. Zack, 3, 2, 1. Also ich habe jetzt auch eine Weile nicht mehr gespielt. Ist bei mir immer so, zuerst. Ich nehme sehr viele Parts auf einmal auf und dann mache ich ein paar Wochen Pause. Es ist nicht sehr empfehlenswert. Aber sonst passt es nicht in meinen Zeitplan, von daher bin ich mehr oder weniger dazu verpflichtet. Beziehungsweise ist es die einzige Möglichkeit. Und ich werde das Rennen verlieren, das sehe ich jetzt schon. Aber die Kurve ist auch echt schwierig. Ja, ich muss erst wieder reinkommen, die Steuerung. Die Münzen ignoriere ich jetzt am besten mal. Die Kurve muss ich noch irgendwie besser bekommen. Die Frage ist nur, wie. Zack. Ah, davon ist Yoshi. Vielleicht reiße ich doch noch was. Ah ne, das ist Luigi. Da ist auch Bowser. Hä? Was passiert hier? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, ich scheitere hier kläglich. Aber jetzt bin ich doch Erster. So, diesmal muss ich die Kurve mal besser bekommen. War das besser? Keine Ahnung. Jetzt will ich irgendwie doch die Mario Coins. Es müssen. Ja, es sind alle sogar. Das lief doch gut. Das lief doch wirklich ganz gut. Ja, ja, also Perfect Mario Kart Lord ist jetzt wirklich ein passender Name nach diesem Rennen. So, was gibt's? Power-Up fürs Pac-Man-Kart. Yep. Hoffentlich läuft es jetzt wieder so gut. Weil die zweite Strecke habe ich sehr schwierig in Erinnerung. Vielleicht ist es rückwärts besser gewesen. Vielleicht aber auch nicht. Diamond City Taxi. Mario Motors, Luigi Oil. Man muss mal so an der Seite auf die Werbebanner achten. Bowser Castle. So, jetzt muss ich hier bergauf fahren. Das ist schwierig. Aber auf jeden Fall machbar. Dafür gibt es diese trashige Kurve am Ende nicht. Die ist hier gleich am Anfang. Aber immer noch ziemlich schwierig zu bekommen. Also gut zu bekommen. Ah, ich bin in meiner. Das war mein eigenes Item, was ich da abgelegt habe. Aber davon sehst du doch schon hier.
Ach, das geht schon. Ah, Leute. Okay, es geht doch nicht. Aber irgendwie bin ich damit gerade auf den ersten Platz gekommen, also. Komm, fahrt. Hinter mich. Hallo, Mario. Nein. Ich hab die jetzt extra vorgelassen. Also ich wollte, aber extra etwas langsam, bin extra langsamer gefahren und dann. Oh Mann. Okay, diesmal verliere ich. Das sehe ich doch schon. Oh Junge. Der Witz ist, ich verliere nur wegen diesem komischen Item. Wenn ich dann im nächsten Versuch bin, nehme ich am besten nochmal mit den gleichen Stats. Wobei, ich habe noch Hoffnung. Die sind ja noch ziemlich nah dran hiervon. Das könnte was werden. Holy shit. Was passiert hier? Was? Ja, bitte! Als ob! Als ob! Ich hätte nicht gedacht, dass der Charakter, dessen Name ich nicht weiß, so gut ist. So, diesmal nur 28 Münzen, aber was soll's. So, Runde 3. Also wenn ich das jetzt hier alles first try mache, dann ist das wohl der Beweis, dass ich Gott bin. Wobei, dafür braucht man glaube ich keinen Beweis, oder? Ghost Cautions. King Castle. Ey, vor uns stand der Bowser Castle. Warum steht er jetzt King Castle? Das muss ich mir am besten mal in der Bearbeitung alles durchlesen. Was da so für Easter Eggs sind. Am Anfang hängen sie mich immer ab, aber dann werden die irgendwie langsam. Ich wüsste gern, warum das so ist. Also ich finde es nicht schlecht, dass es so ist, aber ich wüsste gern, warum das so ist. Ey, warte, ist Blinky gerade erster? Das heißt, auf den ersten vier Plätzen sind die Namco-Charaktere. Ich weiß nicht mal, aus welchem Spiel er ist. Von. Ach ne, das ist Toad. Okay, das ist Toad. Warte mal, wenn ich in dem Moment triffte, zählt das dann trotzdem? Hä? Egal. Ich teste es nicht. Was dieses Item bringt, würde ich gerne mal wissen. Ich glaube, ganz am Anfang. Als ich das erste Mal bekommen habe heute, da hat es sich doch so verschwommen. Also hat es doch so verschwommen ausgesehen. Vielleicht ist es ein Bug, dass es nur einmal funktioniert. Weil eigentlich mir ist gerade überhaupt nichts passiert, dass ich dieses Item hatte. Kann sein, dass es irgendwie verbuggt ist. Ist halt schade, dass der Emulator zurzeit nicht mehr weiterentwickelt wird. Beziehungsweise die Triforce Version. Vielleicht kommt es irgendwann. Ich kenne mich damit leider nicht aus, von daher kann ich es nicht übernehmen.
So, was gibt's diesmal? Ach, Mamechi heißt der. Mamechi. Ob das irgendeine Bedeutung hat? Niemand weiß es. Was für ein cooles Item. Nee, ich nehme mal. Mal down war das, ja. Was bringt das? Achso, das ist Quatsch. Ich habe fast alle Items mittlerweile. Eigentlich könnte ich alle Items freispielen. Was nehme ich denn mal? Auf jeden Fall den Magnet. Dann noch irgendein Item zum Abschießen. Nehmen wir mal das irgendwie. Ach, hier gibt's die. Ah, wie heißen die? Nennt man die Spiny Cheep Cheeps? Kann sein. Ey, was mache ich? Turbostart verkackt. Das sieht nicht gut aus. Ich setz mal direkt hier ein. Au. Hier kann man in der Luft nur lenken. Ich spiele in letzter Zeit ziemlich viel Mario Kart DS aus irgendeinem Grund. Und da kann man selbst im Flug noch lenken. Das ist jetzt sehr ungewohnt. Es kam auch letztens so ein Hack raus. Also, den gibt es schon länger, aber mehr oder weniger eine neue Version. Ich überlege den vielleicht auch zu Let's Playen. Vor allem, weil ich von mir behaupten würde, dass ich recht gut in Mario Kart DS bin. Fände ich ganz lustig. Mal, ich bin erst Vierter. Oh nein. Er hat mich nicht getroffen. Ah, ich hätte mehr bremsen sollen. Schade. Aber ich bin viel schneller als die anderen, bemerke ich irgendwie. Ist es irgendein Bug? Ich glaube aber nicht. Wobei ich gegen so einen Bug eigentlich nichts hätte. Easy. Es läuft deutlich besser, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, ich brauche jetzt 10 Versuche pro Strecke. Aber dass ich hier so gut wegkomme, hätte ich echt nicht gedacht. Okay, nicht zu früh freuen. Am Ende werde ich noch überholt vom Ziel. Ah, jetzt. Jetzt funktioniert es wieder irgendwie. Seltsames Item. Aber perfekt. Ich mag diesen Effekt wirklich. Ich frage mich mal, ist das eine starke Bewegungsunschärfe? Kann sein. Ich glaube, Mamechi ist mein neuer Lieblingscharakter. Triple Needle. Ach, nee, Needle heißt doch bestimmt Nadel, oder? Okay, so akkurat werden die Namen jetzt nicht vergeben worden sein. Ach so, das Game. Also mal sehen, wie gut es klappt. 3, 2, 1. Turbostart gibt's. Dann, das ist so langsam. Das ist eigentlich komplett irrelevant, dieses Spiel. Man kann ja eigentlich kaum in eine Banane fahren. Naja, ist doch nicht, nicht beschweren. Die 15 Münzen nehme ich doch gerne mit. Kriege
Krieg ich jetzt noch ein Item? Eigentlich schon, oder? Ah, noch ein Mamechi-Item. Das ist auf jeden Fall cool. Ach, und das war's schon. So, erstmal selbst jetzt gesetzt und dann... Bis zum nächsten Part.